exaudio ratione mea. Et amorius angelina. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus ex audinus Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus. Et vitere vigneris sanctum angelum tuum et celis. Qui custodiat, fumiat, protegat, visitet, atque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Thank you.
omnipotens sempiterne Deus, infirmitatem nostram propitius respice. Atque ad protegendum nos dexteram tue majestatis extende. Per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, nolite esse prudentes apud vos med ipsos, nulli malum pro malo redentes, providentes bona non tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus, si fieri potest quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes, non vos med ipsos defendentes carissimi, sed date locum iare. Scriptum est enim mihi vindicta, ego retribuam, dicit Domino. Sed si esuriarit inimicos tuos ciba illum, sit citit potum da illi. Hoc inim faciens carbones ignis congeres super caput eius. Noli vinciam malo, sed vince in bono malo. Extendens Jesus manum, tätigit eum dicens, volo mundare. Et confessi mundata est lepra eius. Et aedili Jesus, vide nemini dixeris, et vade, ostende te sacerdoti, et offermunus quod precepit Moises, in testimonium illis.
cum autem introis et Capharnaum, accessit ad eum centurio, rogans eum et dicens, Domine, puer meus jacet in domo paralyticus, et maletor quitum. Et aedili Iesus, ego veniam et curabo eum. Et respondens centurio ari, Domine, non sum dignus, od intre subtectum mecum, sed tantum dic verbo et sanabitua puer meus. Nam et ego homo sum sub potestate constitutus, habem sub me milites et dico, vade et vabit, et alii vidi et vidit, et servo meo fac hoc et facit. Audiens autem Iesus miratus est et sequentibus sedixit. Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israel. Dico autem vobis, quod multi ab Oriente et Occidente venient, et recumbent cum Abraham et Isaac et Jacob in regno celorum. Fili autem regni eiciento in tenebras exteriores, ibi erit flitus et strido tensium. Et dixit Iesus centurioni, vade es, sicut credidisti fiat tibi. Et sanatus es, puer in illa ora. Zum dritten Sonntag nach Erscheinung des Herrn vernehmen wir noch einmal die Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Römer. Brüder, haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das Gute bedacht, nicht nur vor Gott, sondern auch vor allen Menschen. Wenn es möglich ist, bleibt, so viel an euch liegt, mit allen Menschen im Frieden. Rächet euch nicht selbst, Geliebte, sondern überlasset es dem Zorngericht. Es steht ja geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Handelst du so, dann sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt. Lass dich vom Bösen nicht überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus vom Berge herabgestiegen war, folgte ihm eine große Schar Volkes. Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei rein. Und sogleich ward er rein von seinem Aussatz. Da sprach Jesus zu ihm, siehe zu, dass du es niemand sagest, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Moses angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Als er dann nach Kapharnaum gekommen war, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn, Herr, mein Knecht liegt gelähmt zu Hause und leidet große Qual. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich, der ich doch selber unter einer Obrigkeit stehe,
brauche einem meiner untergebenen Soldaten nur zu sagen, geh, und er geht, und einem anderen, komm, und er kommt, und meinem Knechte, tu das, und er tut es. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm folgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden vom Aufgang und Niedergang kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen. Die Kinder des Reiches aber werden hinausgestoßen in die Finsternis draußen. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Zum Hauptmann aber sprach Jesus: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Knecht ward gesund in der nämlichen Stunde. Durch die Worte des heiligen Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden. Nach dem Amt treffen sich die Mitglieder der CKJ im Canisianum. Am nächsten Sonntag feiern wir das Fest Mariä Lichtmess, 2. Februar. Damit endet der Weihnachtsfestkreis. Um 9.30 Uhr Kerzenweihe, Prozession und Choralamt. Nachher Blasiussegen. Bei der Messe am Abend um 18 Uhr werden keine Kerzen mehr geweiht. Am Samstag vorher, am 1. Februar, Herz-Maria-Sühne-Samstag, um 8 Uhr die Heilige Messe und anschließend Anbetung von 9 bis 11 Uhr. Am nächsten Sonntag wird auch noch einmal die Kollekte für die Deckung der Heizkosten sein. Die Heizung muss ja weiterhin laufen. Wie Sie hinten sehen, haben wir einen schönen Schutzengel aufgestellt. Deshalb möchte ich noch mal erinnern: Immer wieder hören wir, dass Kreuze, Statuen und Heiligenbilder weggeworfen oder irgendwo veräußert werden. Falls Sie selbst oder von anderen hören, die solchen heiligen Dinge nicht mehr brauchen oder nicht mehr wollen, wir nehmen sie hier gerne entgegen. Und dann noch ein wichtiger Hinweis, meine Lieben: Durch das Anschauen einer heiligen Messe am Fernsehen erfüllen Sie nicht Ihre heilige Sonntagspflicht. Jeder, der nicht schwer krank ist, geht aus Liebe zu Jesus am Sonntag in die heilige Messe, wo der Herr uns liebevoll erwartet. Man kann zusätzlich noch aus inniger Frömmigkeit eine heilige Messe am Fernsehen anschauen, darf aber die heilige Messe am Sonntag nie auslassen. Das lege ich Ihnen ganz besonders ans Herz, weil es Gottes Wunsch so ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geliebte im Herrn, vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass wir eine andere Herz-Jesu-Statue auf dem Seitenaltar aufgestellt haben. Diejenige, die hier vorher stand, befindet sich nun im Gemeinderaum des Canisianums. So wollen wir heute das Herz-Jesu anhand dieser neu aufgestellten, wunderschönen Statue betrachten. Der göttliche Heiland trägt ein goldenes Gewand und einen goldenen Umhang als Zeichen dafür, dass er nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist. Er trägt eine Stola, die darauf hinweist, dass er der hohe Priester des neuen Bundes ist und von sich sagen kann: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Die rote Innenseite des Umhangs zeigt uns, dass er sich selber zum Opfer für unsere Sünden hingegeben hat und sein kostbares Blut bis zum letzten Tropfen vergoss, um uns zu erlösen. Daran
erinnern auch in alle Ewigkeit seine Wundmale, hier bei der Darstellung an den Händen sichtbar. Besonders schön und anrührig, meine Lieben, sind die Gesten dieses Herz Jesu. Die linke Hand weist auf sein mit Strahlen umgrenztes Herz, während er die rechte mit der Handfläche nach außen uns Menschen entgegenhält. Hier und in seinem Blick zeigt sich seine unendliche Liebe. Er sagt uns: Schaut auf dieses Herz, das euch Menschen so sehr liebt, und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Der göttliche gute Hirt, an dessen Füßen ein Schäfchen liegt, das vertrauensvoll zu ihm aufschaut, sorgt sich um uns. Er liebt uns mit einer unermesslichen Liebe. Er will nur das Beste für uns und hat alles für das Heil unserer Seele getan. Wenn wir ihm, meine Lieben, auch nur ein Krümlein unseres schwachen Bemühens geben, reicht er uns ein ganzes Brot voller Gnaden, das uns in allen Lebensbereichen helfen wird. Unser liebster Jesus erwartet von uns eines: dass wir ihn wollen, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihn lieben. Wir brauchen nur ihn, denn die Welt und das Irdische hat uns nichts zu geben, was uns zufriedenstellen könnte. Wir wissen, Geliebte im Herrn, dass ein Leben mit unserem wunderbaren dreifaltigen Gott auch das Kreuz einschließt. Anders kann es auch nicht sein, denn unser geliebter Meister ist diesen Weg vorausgegangen. Aber wenn wir ihm treu sind, beständig nach seinen Geboten und Gesetzen leben, ein lebendiges, intensives Glaubens- und Gebetsleben führen, dann dürfen wir die Wahrheit jener Worte erkennen, die unser Jesus sagt: Mein Joch ist süß und meine Bürde ist leicht. Wer unserem liebsten Jesus treu nachfolgt, der wird das Kreuz seines Lebens zwar spüren, aber in seinem Inneren einen unnachahmlichen Frieden erleben dürfen, der ihm von Gott geschenkt wird, weil er eben treu ist. Schlagen wir niemals die ausgestreckte Hand unseres göttlichen Heilandes aus. Sie ist ein Zeichen seiner unendlichen Liebe. Ergreifen wir sie und sagen wir voller Dankbarkeit und Hingabe: Liebstes Herz Jesu, niemand liebt uns mehr als du. Du weißt alles, du weißt auch, dass wir dich lieben. Bleib bei uns, Herr, denn ohne dich können wir nichts tun. Wir wollen uns nach Kräften bemühen, dir treu zu dienen, bis in alle Ewigkeit. Schenke uns und allen Menschen auf dieser weiten Welt die Gnade, dich zu kennen und zu lieben. Und schließe uns alle in dein heiligstes Herz ein und tauche uns in dein kostbares Blut, damit keiner verloren gehe. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Dio nostro. Quom et salutare nos tibi semper et obique gratias agare. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenito filio tuo et Spirito Sancto unus est Deus, unus est Dominus. Non in unio singularitate personae, sed in unio trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de filio tuo, hoc de spirito sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiter neque deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur et qualitas. Quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicenti. Thank you.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati. Audemus dicere. Pater noster qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos da malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Thank you.
Maria, tu bist fri omnipotens, Deus et dimissis peccatis vestas, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Nugens iam absolutionem et remissionem peccatorum restorum, libo ad vobis omnipotens et misericos Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine nos indignus, ut intresso pectum meum, sed alto liberabo, et sanabitur anima mea. Domine nos indignus, ut intresso pectum meum, sed alto liberabo, et sanabitur anima mea. Domine nos indignus, ut intresso pectum meum, sed alto liberabo, et sanabitur anima mea. Mein Jesus, in deiner unendlichen Demut genügt dir die Gestalt einer kleinen weißen Hostie, die ich jetzt über das Fernsehen betrachten darf, für deine sichtbare Gegenwart unter uns Menschen. Du bist wirklich als Auferstandener, als Gott und Mensch wahrhaft zugegen in diesem allerheiligsten Sakrament. Ich liebe dich über alles. Ich sehne mich nach dir von ganzem Herzen. Da ich dich jetzt nicht in der sakramentalen Gestalt empfangen kann, bitte ich dich geistigerweise in mein Herz zu kommen. Ich bin sicher, dass du schon gekommen bist. Daher umarme ich dich und ich vereinige mich ganz mit dir. Halte mich fest und lass mich niemals von dir scheiden. Mein Jesus, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Ich bereue es, dass ich so vielmal das Vergängliche deiner unendlichen Güte vorgezogen habe. Mit deiner Hilfe nehme ich mir fest vor, in Zukunft dich nie mehr zu beleidigen. Und jetzt weihe ich mich, Armselige, ganz dir. Ich verzichte ohne Vorbehalt auf meinen eigenen Willen, auf mein Begehren, auf alles, was ich habe. Ich übergebe mich ganz dir. Von heute an darfst du mit mir und mit allem, was ich besitze, machen, was du willst. Ich suche ganz allein dich. Ich verlange nach nichts anderem als nach deiner heiligen Liebe, nach der Beharrlichkeit bis ans Ende und nach der vollkommenen Erfüllung deines Willens.
zu ihm unter den Urubi. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Quos tantis Domine lagiris uti mysteriis, quae sumus ut effectibus nos eorum veraciter aptare digneris. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, mit tecum vivitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Barmherzigkeit und deine Geduld.